sehe noch eine Anlage vom alten Park und hier hinten beginnt erst unser neuer Park, die 6 Anlagen. Erst ein Windrad konnten Bauleiter Andreas Thüll und seine Leute errichten. 5 müssen sie noch. In diesem Monat soll der neue Windpark in Mecklenburg fertig sein. Morgen. 3 Wochen hängen sie schon. Der Wind. Matthias, grüße dich. Sein erster Weg jeden Morgen zum Kranfahrer. Wind. Wind. Wie sieht's aus? Aktuell 12 Meter auf dem Kran. Aktuell 12 Meter auf dem Kran. Ja. Geht also gar nichts. Noch schlimmer. Heute Morgen nicht. Haben wir nach und nach eine Chance? Gar jetzt nichts. Im Moment ist gar nur warten. Und okay. Genau, ruf an, wenn irgendwas gut aussieht oder wenn's noch schlimmer wird. Okay, danke. Maximal 5 Meter pro Sekunde darf der Wind beim Errichten wehen. Eine leichte Brise wäre das. Windstärke 3. Hier ist gerade mal der Bauleiter vom Kunden. Den können wir kurz noch mal informieren, wie es läuft. Der kommt jetzt fast täglich. Folgendes, die Erdarbeiten. Haben wir mit Thomas Kühn schon besprochen, dass er heute noch Kies liefert, dass abgesandet wird, dass es am Montag fertig ist. Ja. Nur mal zur Information. Okay, sonst, wir haben Wind, wir können leider nicht errichten. Müssen warten, bis weit ist. Wir wollten noch mal uns die Blätter angucken, alle, bevor die jetzt oben rankommen. Okay, Türme noch mal angucken. Gehen die Anlagen erst im nächsten Quartal in Betrieb, gibt's deutlich weniger Geld für den Strom. Es wäre ihm schon ganz recht, wenn es schneller ginge, aber Druck machen in dem Sinne geht nicht. Der Kran hat gewisse Grenzwerte, bis zu denen er arbeiten kann. Und wenn wir in dem Bereich sind, arbeiten wir, egal ob der Betreiber hier ist oder nicht. Und wenn wir außer den Grenzwerten raus sind, können wir nicht arbeiten. Nächste Windmessung am Kran. Jede Stunde einmal. Der Messfühler ganz oben am Kranausleger misst die Windgeschwindigkeit ganz genau. Allein dieser Messwert gilt. 12 Meter geschafft. Das war zu viel. 12 Meter. Windstärke 6. Sicherheit geht vor. Die haben einen Standort gewählt, der gut ist, der wintertragreich ist. Das ist nur eben beim Errichten. Unheimlich schlecht. Wenn alles gut läuft, brauchen sie 3 Tage. Am ersten Tag Turmteile hieven, am zweiten das Maschinenhaus und am dritten den kompletten Stern mit den 3 Flügeln. Das Maschinenhaus bereiten die Monteure schon am Boden vor. Oben ist dazu gar keine Zeit. Oberste Priorität, Sauberkeit. Denn hier kommt später das Getriebe rein, das Herz der Anlage. Kein Sandkorn darf die sensible Technik stören. Ja, das wird alles sortieren, zuordnen, sehen, ob alles da ist. Die beiden Männer gehören zum Kletterteam. In der Regel ein festes Team. Jeder weiß, was er zu tun hat, welches Werkzeug und welches Material mit nach oben muss. Werden sie um die 300 Schrauben puttern sein. Turmsegmente, Gondel, Stern. Alle Teile montieren sie später oben auf dem Turm. Versuchen schon, das Zeug dahin zu legen, wo es gebraucht wird, dass wir dann nicht irgendwie weiten Wege haben. Wenn das hier unten jemand macht oder einräumt, der dann nicht hochgeht, da weiß dann oben keiner, wo was hingestellt ist. Ist am Anfang nicht einfach. Ja, jeder Dachdecker, der sagt, ich gehe aufs Dach bei 30 Meter, dann sind 140 Meter doch was anderes. Höhentauglich müssen sie sein. Mit Gurten gesichert sind sie oben sowieso. So, das ist ein Hochleistungsfett, also wirklich was Gutes. Das reicht, weil die ersten Zentimeter sind die schlimmsten. Und das Fett bleibt dann im Gewindegang hängen und zieht sich bis zum Schluss der Schraube durch. Inzwischen ist es nachmittags 2:30. Wieder Windmessen am Kran. Ja, kann losgehen. Ja, wenn die Leute bestellt, dann geht los. Das ab jetzt läuft von 12 runter auf 6. Und das ist so, dass er jetzt Ziel wird. Das Gefühl hat man gar nicht, wenn man hier draußen steht. Ja, hat man auch nicht. Ist aber so. Der Lüfter oben. Ne? Das sagt die Wahrheit. Und der Höhenwind ist ja vielleicht auch noch ein anderer wie der hier unten ist. Wenn man mal die kleinen Anlagen sieht hier, die von der Konkurrenz hier stehen, die großen vorne schlafen fast ein und hinten die leiern wie verrückt. Die fahren wir dann hoch, aber oben ist es nicht so. Also, können wir was machen. 6 Meter pro Sekunde. Im Moment jedenfalls. Da bewegen sich schon Zweige im Wind. 4 Stunden ist es jetzt noch hell. Wenn der Wind so bleibt, können sie das große Turmteil heute hieven. So. Dann machen wir hier den Plan ab, hängen wir den kleinen Kran ein und fertig. Zu unstetig. Und 9 ist immer noch die Grenze, wo es vorbei ist zum Errichten. Also, das müssen wir jetzt probieren, wie sich das entwickelt. Wir probieren anzufahren und dann schauen wir, wenn es nicht geht, müssen wir abbrechen. Per Mannkorb geht es gleich 80 Meter hoch. Außen am Turm entlang. Ja, doch, ist schon aufregend. Jedes Mal neu.
Was sagst du? Wir haben gerade Probleme mit den Funkgeräten, die sind zu leise. Wir holen jetzt mal andere. Also mit den Dingern funktioniert es nicht. Der Kranfahrer sieht dann schon was aus. Es geht dann nur über die Kommunikation. Über reden. Das ist jetzt? Ja. Kannst du auch hier lassen? Ja, haben wir schon raus. Matthias, ist das besser? Ja, das ist besser. Etwa 20 Minuten dauert der Hub bis dahin. Egal, welches Gewicht am Haken hängt. Jede Minute nutzen die Windradbauer jetzt aus. Wer weiß, wann die nächste Böe kommt. Die Männer vom Bodenteam bereiten das Turmsegment vor, damit es sofort losgehen kann, wenn die Kletterer oben sind. Schäkel anschlagen. Die müssen im besten Zustand sein und fest sitzen. Der Länge der Turm 52 Tonnen. Also 1250 Tonnen. Ein Windrad so schwer wie 1000 Kleinwagen. Das ist ja so ein Problem, an dem Aggregat ist die Sicherung schon wieder rausgekommen. Der kritische Punkt ist ja im Aufrichten, dass das alles sauber läuft, dass da nichts passiert, dass das eben dementsprechend auch arbeitssicher läuft, dass die Jungs da nicht runterstehen. Das ist dann, sag ich mal, das Kritischere von der Arbeit her. 34 Meter lang ist das Turmsegment aus Stahl. Seine Wände 2 cm dick. Zum Aufrichten brauchen sie immer einen zweiten Kran. Zum Festhalten. Der Kranfahrer muss nur sehen, dass er genau in Position hält nach Anweisung. Das sagen die genau an, was zu tun ist und was nicht. Ein ganzer Satz Rotorblätter fehlt noch auf der Baustelle. Gestern sind die Schwerlaster im Rostocker Werk losgefahren. Jetzt geht es weiter. 3 Laster, für jedes Rotorblatt einer. Ja, Sie wissen ja auch, dass sie kontrolliert werden. Ne? Also das ist so. Ne? Und darum, aber das ist wichtig. Das müssen wir erst vorher, bevor wir losfahren, machen. Es ist 22:30. Nur nachts zwischen 22 und 6 Uhr dürfen die Schwertransporte fahren. Und nur mit Polizei. Hier, kommen Sie mal her. Hier sind Splinte drin. Diese Splinte müssen alle reingedrückt sein. Weil wenn die Ladung anfängt zu verrutschen, kippt das raus, die Kette, und dann wackelt's. Das darf während der Fahrt nicht passieren. Das kontrollieren wir jetzt. Boah, viel Nachtschicht eben beiden, ne? Ja. Muss gemacht werden. Die Energiewende wollen wir alle. Also müssen wir den Rest auch legen. Hier sehen Sie den zum Beispiel ganz richtig. Da sieht man ihn richtig. Der ganze Lastzug ist 75 Meter lang. Viermal so lang wie normal. Autobahnfahren ist einfach, sagen die Fahrer. Aber dann wird's schwierig. Enge Kurven, Häuser, nachher die Bäume links und rechts. ...13 Kilometer noch bis zum Windpark. So eben an dem Haus, das war ja schon ganz schön nah ran, ne? Ja, aber es ging doch. Also wir hatten schon Ecken gehabt, da war es doch ein bisschen enger. Das Problem ist, auf der anderen Seite ist eine grüne Wiese... ...und über die dürfen wir leider nicht rüberfahren. Und der Besitzer von der Wiese hatte sich auch verbeten, da Platten auszulegen. Und dadurch muss man dann mal ein bisschen hin und her rangieren. Zum Glück hat er immer seinen Begleiter hinter sich. Oh, Patrick, jetzt guck gleich die Linkskurve. Ja, okay. Links, rechts, alles schick. Links, Baum sind wir vorbei, kein Problem. Rechts mit dem Bauch zum Baum passt das auch. Überhaupt gar kein Problem. Zieh mal weiter. Bis zu einem bestimmten Grad kann ich noch sehen, aber was dann nachher so in der Kurve nach hinten abgeht, das, da habe ich keine Möglichkeit. Ja. Michi, machst du bitte vorsichtshalber die Pumpe an? Ja, vor allem das sieht man jetzt hier vorne mit der Flügelspitze, die ja dann auch ein bisschen rausgeht. Fast 8 Meter ragt die Flügelspitze hinten über. Wenn wir lange Touren haben, dann fahren wir in der Woche einen Satz Rotorblätter. Wenn wir kurze Touren haben, dann schaffen wir da auch mal 2 bis 3 Sätze. Also, wir sind im Jahr so einige 100 Blätter, die dann doch durch die Gegend fahren. Hier ist jetzt erstmal Halt.
wegen der scharfen Linkskurve mitten im Dorf. So, jetzt alles, was da hast, nach rechts. Alles, was da hast. Komm mal weiter. Und wenn du kannst, mal rechts weg. Denke mal zu. Weiter geht er wohl nicht, ne? Nee, wie es aussieht, ist dann Schluss. Rüdiger, noch einen Meter und dann müssen wir einmal umlenken und zurücksetzen. Die engste Kurve auf der ganzen Strecke. Fast rechtwinklig. Okay, stopp. Oh, dann lenk mal um. Und dann steht da noch ein Haus. Ein bisschen beiseite. Also, langsam, 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 langsam. Komm mal noch ein Stück. Okay, okay, stopp, stopp. Fahr mal dabei ein kleines Stück vor, Rüdiger. Ja. Weiter, fahr mal. Ja, so, und lenken, 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 lenken. Mal nach rechts und zieh, und zieh. Die Bleche, die hier ausgelegt sind, machen die Kurve ein bisschen weniger scharf. Kollegen von uns, die hatten schon mal bei welchen angeklopft, dass die mal das Schlafzimmerfenster aufmachen, damit sie mit der Spitze reinkommen, damit sie um die Ecke rumfahren können. Schlimm ist es nur, wenn man dann mal Windkraftgegner hat. Dann werden auch ab und zu dann mal Parkverbotsschilder aufgestellt, wo es dann ein bisschen enger wird in Dörfern. Und so Windkraftgegner, die haben das dann auch meistens drauf. Die parken dann erstmal so ihre Autos ein bisschen in der Ecke, dass man sich dann doch quälen muss, um dann da vorbeizukommen. So, jetzt haben wir es geschafft. In Bestzeit. Nur eine Stunde haben sie heute für die Strecke gebraucht. Ja, es wäre auch zu einfach gewesen, wenn der Weg gerade durchgehen würde. Machen wir weiter, alles gut. Abladen werden sie die Rotorblätter erst, wenn es hell ist, damit sie im Dunkeln nichts beschädigen. Der Wind weht an diesem Morgen mit Stärke 3. Für Segler viel zu lau, für die Windradbauer Schmerzgrenze. Eine Etage höher muss das Kletterteam heute auf 110 Meter. Das zweite Turmsegment soll hoch, wenn möglich auch die Gondel. Die Kollegen unten müssen vorher noch die Lackschäden ausbessern. Von dem Transport, da waren so Spanngurte drum gewesen. Auch die kleinsten Kratzer. Da liegt unsere Firma viel Wert drauf. Wenn wir das jetzt nicht behandeln, dann kann das in ein oder zwei Jahren kann der Rost rausdrücken und dann kann sich eine größere Stelle entwickeln. Und dann müssten wir von oben, von außen mit einem Mannkorb oder mit seilunterstützter Technik arbeiten, was ein erheblicher Aufwand ist. Das Einfädeln vom Turm ist immer eine sehr kitzlige Angelegenheit. Wenn es ein bisschen schaukelt, dann ist das immer schwierig, das zu beruhigen. Es ist ja nicht viel Spielraum, es ist ja, muss alles für Millimeter sitzen. 96 Schrauben. Und keine darf sich verkanten. Die Jungs da oben müssen sehen, dass sie den in der richtigen Position gedrückt und gehalten bekommen. Und gerade wieder bei dem Wind, ihr merken, das hat aufgefrischt, wird es wieder kritisch. Also die haben da sehr viel zu tun. So, Matthias, Haken langsam führen. Die gleich, sobald die Schrauben alle drin sind, den Turm absetzen. Und dann wird das mit Hand die Muttern aufgesetzt, also Scheiben und Muttern. Und danach wird das dann mit Schlagschrauber festgezogen. Rostock-Südstadt. Hier montiert der Windradhersteller seine Maschinenhäuser. Am Fließband. Die vorgefertigten Teile setzen seine Monteure wie im Autobau komplett zusammen. Taktsystem, erklärt Linienleiter Enrico Neitzel. Hier startet eigentlich die Linie Maschinenhaus. Auf der linken Seite sehen wir Takt 1. Dort wird der Maschinenträger und der Generatorträger verheiratet. Da sitzt der Generator nachher drauf. Dann sieht man hier schon, Schaltränge sind drauf. Und ab hier beginnt letztlich die Phase der eigentlichen Montage der Gondel. Drei Produktionslinien parallel. Hier sehen wir die Maschinenträgermontage. Dort wird vormontiert, vorbereitet, Bremsen werden montiert, Drehkranz wird montiert. Dann letztlich auf der Wendestation einmal umgedreht und für den Maschinenhaus Takt 1 vorbereitet. Takt 2 bis 5, elektrische Montage.
Danach Seitenwände und Dach, Motor- und Hydraulik prüfen. Alle 3 Stunden bewegt sich das Band einen Schritt vorwärts. Das Dach wird jetzt noch verschraubt, die Kabine wird noch ausgerichtet. Und dann wird die Anlage verpackt und der Beipack kommt noch rein. 3 Maschinenhäuser verlassen pro Tag das Werk. Zurück im Windpark. Später Vormittag. Das muss mal neu eingestellt werden, bis es gerade hängt. Das Maschinenhaus muss in Waage sein. Je besser es hier unten hängt, desto leichter haben es nachher die Kollegen oben. Stopp. Gut. So werfen Waage, das ist jetzt hinten ein Stückchen höher. So ist gut. Damit fädeln die das oben an in den Dorn. Durch die Dorne ist der Weg länger. Da haben die einen Punkt, den nehmen die an. Und dann können die das langsam ablassen. Und mit dem zweiten Dorn hinten fädeln die das anderen an. Hinten. Und dann haben wir noch so viel Luft. Und da ist das einfacher, dass man die Schrauben reinkriegt alle. Die Gondel ist so groß wie eine Zweiraumwohnung. Allein mit ihren Seilen halten die Männer sie in Position. Die Kollegen müssen darauf achten, dass dieses Maschinenhaus sich jetzt nicht verdreht. Das könnte dann in den Kran hineinschwenken und dann würden Schaden entstehen. Deswegen führen sie die Seile von 2 Seiten und können die Position des Maschinenhauses bestimmen durch diese Seilführung. Und das ist ganz wichtig, dass das Maschinenhaus sauber hochkommt. Und wir haben jetzt auch so ein Problem, wir haben Wind, zwar wenig, aber von leicht schräg. Und der greift auf das Maschinenhaus und der Wind kann das verdrehen. Also und da müssen die Kollegen jetzt gegensteuern. Das Kletterteam auf dem Turm arbeitet inzwischen in einer Höhe von 140 Metern. Exakt ausgerichtet muss die Gondel oben ankommen und waagerecht aufsitzen. Hängt sie nur ein bisschen schief, müssten sie abbrechen und am Boden neu ausrichten. Da oben können die Männer nichts mehr korrigieren. Der Wind flaut ab. Stärke 2 nur noch. Unten halten die Männer wieder das Führungsseil. Ohne würde sich das Getriebe verdrehen. Der Job am Boden, der bessere finden sie. Dort oben muss man klettern. Ich brauche das nicht mehr. Bin alt genug. Das haben wir auch gemacht, ja? Ja, sicher. Aber damals waren die Anlagen ja bei weitem kleiner. Da waren sie ja bloß 90 Meter oder so. 60. Die Anfänge. 45 Tonnen hängen jetzt am Haken. Man hat schon gehört, dass mal Seile gerissen sind, aber und sonst passiert ist noch nichts. Also ich wüsste von nichts. Da muss nur schnell sein. Ach so, wenn das Ding runterkommt. Ich bin mal weit weg, passiert nichts. Nee, Andreas. Mit Schwung rein geht gar nicht. Nur wenige Zentimeter darf sich das Getriebe in der Gondel hin und her bewegen. Da ist ja nicht viel Platz, das muss also sehr behutsam eingefädelt werden. Da müssen also die Leute oben gucken von beiden Seiten und einer gibt dann den Kranfahrer die Anweisung, sanft ablassen oder sanft nach rechts schwenken oder nach links, sodass das ganz vorsichtig eingefädelt wird im wahrsten Sinne des Wortes. Rostock Ost, das Rotorblattwerk. 3 verschiedene Rotorblätter stellen sie hierher. Das kleinste ist 50, das größte 65 Meter lang. Das ist im Prinzip das Grundmaterial, was in das Blatt eingelegt wird. Woraus das Rotorblatt eigentlich besteht. Aus Glasfaserschichten hauptsächlich, erklärt Bereichsleiter Uwe Matusal. Das Material gibt dem Blatt die Festigkeit. Aber je größer die Blätter, desto mehr Kohlenstofffasern müssen mit hinein. Die sind zwar teurer, aber leichter als Glasfasern.
Die momentane Durchlaufzeit ist, glaube ich, 30 Stunden, 32 Stunden. Und wir wollen irgendwann mal durch technisch-logische Hilfsmittel auf 24 Stunden, also einen Tag pro Rotorblatt. Mit allen drei Formen schaffen wir zwischen 9 und 10 Rotorblättern. Die Konkurrenz schafft mehr. Aber Matusal und seine Kollegen setzen auf Sicherheit und Qualität. Eine Glasfaserschicht hat ungefähr 0,8 bis 1 mm. So, das heißt, das ist, dann kann man sich das jetzt selbst ausgucken, wie viele Lagen braucht man nicht nachzählen. Aber letztendlich ist das, besteht das aus mehreren Glasfaserlagen, ja, die übereinander geschichtet werden. Also sie werden per Hand reingelegt. Hier wird gerade ein Hauptgurt gebaut, das ist die Vakuumfolie. Vakuumfolie ist im Prinzip dafür verantwortlich, dass das Rotorblatt vakuumdicht abgeschlossen wird. Bei Lufteinschlüssen wäre das Blatt im schlimmsten Fall futsch. Ist alles dicht, die Glasfasern mit Harzhärte tränken, 6 Stunden backen, Bauteile verkleben. Danach wieder backen. Tempern, sagen die Fachleute dazu. Macht ihr den jetzt auf? Ja. Ja? Okay. Also hier sieht man das jetzt, ne, ist alles im grünen Bereich. Das tempert, ne? Istwert soll 80 sein, soll hat 80. Hier sind wieder die Toleranzen, plus 15 Grad, also wir dürfen bis 95 Grad hochheizen. Egal welche Blattgröße Sie gerade herstellen, die Arbeitsschritte sind immer dieselben. 5 Stunden muss die Form das zweite Mal backen. Erst dann sind Kleber und Blatt fest verbunden. Die warme Luft strömt jetzt raus. Circa eine Stunde müssen wir es jetzt noch drin liegen lassen, bevor es dann entformt werden kann. Aus technologischer Sicht ist das eben vorteilhaft, damit die Nähte, sag ich mal, die Trennebene nicht reißt. Ja, das ist das fertige Rotorblatt. Sag ich mal, so kommt es aus der Form heraus. Diese Kante wird nachher abgeschnitten. Und das sieht dann letztendlich so aus. Abgeschnittenes Zustand. Also momentan haben wir hier ca. 100, 110 mm. Das ist die Stärke. Ja. Hier sind die Stege drin, die sieht man jetzt ganz gut. Für die Statik. Stabil muss es sein. Der Stern soll heute hoch. Die Rotorblätter montieren die Männer schon unten an die Narbe. Diese Fäden gehört schon dazu. Diese Fingerspitze gefühlt. Aber ansonsten ist das eigentlich nur anheben, reinschwenken, reinstecken, anziehen. Wasser muss raus. Würde das so nicht trocknen? Von alleine? Ja, das ist ja dann später ja oben. Das ist ja in der Narbe dann. Wenn da ein Tropfen Wasser in der Narbe oder irgend sowas, das kann dann einen Kurzschluss geben und dann haben wir einen Schaden. So wenig Wind wie heute hatten sie hier auf der Baustelle noch nie. Windstärke 1. Den spürt man noch nicht mal. Zum Glück, denn die Flügel sind ja extra so gebaut, dass sie durch die Biegung den Wind optimal einfangen. Und genau das macht das Einfädeln bei Wind immer so schwierig. Stopp. Matthias, schwenke mal nach rechts. 15 Tonnen hat der Kran am Haken. Wie sieht es da aus mit Nullbolzen? Ja, ist gar nicht schlecht, also machen wir wieder ran. Hier ist weiter schwenken nach rechts. Zentimeter für Zentimeter nur. Stopp. Damit die Bolzen nicht verkanten. Warte mal. Sitz mal noch eben noch weiter, Marcel. Den Kranfahrer genau einweisen. Darauf kommt es an. Hier, das können wir nicht machen jetzt hier. Und da ist der Kran. Solange Ihre Erfahrung, dann geht das auch. Man muss es ein paar Mal gemacht haben und dann geht es auch. Ist nicht so schwierig, wie man denkt. Man muss auf viele Sachen zwar achten, aber ansonsten ist das, wenn man Erfahrung hat, geht das. Man kommt ja auch nicht, wenn man anfängt, gleich auf so ein Gerät. Eine gute Stunde haben die Männer für das Einfädeln gebraucht. Wenn Wind weht, dauert es manchmal doppelt so lange. Die müssen drinnen jetzt die Muttern anschauen jetzt hier. Dann pitchen sie jetzt immer. In die Stellung ist das angekommen an den Schrauben. Irgendwie noch einmal müssen wir. Einmal geht noch. Automatisch schalten sich die Windräder später ein. Schon bei Windstärke 3. Bei 10 wieder ab. Ideal für die Stromerzeugung ist Windstärke 6. Etwa 1600 Haushalte kann so eine Anlage versorgen. Bis zum Mittag haben die Männer alle drei Blätter montiert. Jetzt soll der komplette Stern hinauf.
Um das untere Rotorblatt knüpfen sie eine extra dicke Schlinge. Das ist für den Nachführkran der Schlupf. Und wenn wir dann aufrichten, das lassen wir da so nach und das muss dann abgezogen werden. Der Schlupf sozusagen auf, dass er runterfällt. Mal gucken, ob es funktioniert. Auch den Stern müssen die Männer in Position halten, damit er sich beim Liften nicht verdreht. Mehr als 100 Meter Durchmesser hat der Stern. Rund 50 Tonnen wiegt er. Und dann passiert's. Wir sind alles offen. Die Schlinge hängt fest. Also müssen wir auf jeden Fall einschwenken, dass wir wegkommen zum Flügel. So, das geht nie ab. Dran rütteln bringt nichts. Ziehen macht die Schlaufe nur noch fester. Jungs, wollen wir den dritten Saugestauber und machen einen Mannkopf dran? Der Gabelstapler kommt aber nicht hoch genug. Der Mannkorb muss an den zweiten Kran. Jetzt dauert's. Jetzt kann man erst mal Kaffee trinken. An der Seite so weit fertig? Ja. Der Rest ist ein Kinderspiel, sagen die Männer. In 20 Minuten ist der Stern oben. Den Stern haben die Männer inzwischen fest verschraubt. Zum Schluss müssen sie den Kranhaken lösen. Die Kollegen am Boden bereiten schon jetzt die Turmteile und das Maschinenhaus für die nächste Anlage vor. Die steht gerade mal 400 Meter weit weg. Doch der Kranausleger muss abgelegt, demontiert, umgesetzt und wieder aufgestellt werden. Wenn alles gut geht, dauert das 2,5 Tage. Ja, dann sicher macht das Spaß. Ja, und dann, wenn es dann so läuft wie heute, dass es alles nacheinander geht, der Wind okay ist, dass das dementsprechend sich bewegt, alle, dann ist das auch alles in Ordnung und dann kommt es auch dazu, dass es dann richtig Spaß macht. Sind ja alle Hände sind noch dran, alle Füße, alle Köpfe, alles gut. Bevor die Monteure wieder absteigen, müssen sie oben noch alles putzen und alle Lackschäden ausbessern. Damit der Betreiber für seine 2 Millionen Euro auch ein ordentliches Windrad bekommt.